Willkommen zurück zu Splatoon 3. Reflektieren und gewinnen die erste Welt oder das erste Level des fünften Sektors. Puh. Ich musste nach der letzten Aufnahme erst nämlich kurz hinlegen. Ich weiß auch nicht, ich war irgendwie total erschöpft. Aber nach guten Runden, nach guter Stunde Pause. Nach ca. einer Stunde Pause bin ich dann wieder hier vor euch im Aufnehmen. Achso, das ist... Braucht man das? Ne, ich glaube ja nicht, ne. Diese Winkelfähigkeit ist aber auch mächtig useless, oder? Kann ich den überhaupt besiegen? Na, ist egal. War doch voll drauf. Hä? Warum das erst jetzt gezählt hat? Fragen über Fragen. Ich mach's lieber so, weil dieses irgendwelche Bomben oder so spammen, das hat bei diesem Schutzschirm. Ah, hier ist so ein Ballon gewesen. Ja. Hab ich nicht gesehen. Ich wollte gerade sagen, habe ich es verkackt? Weil diese Ballons, die wären gar nicht mehr nachgekommen. Zumindest der untere nicht. Aber nee, der obere ist wiedergekommen, wie ich gerade gesehen habe. Im Augenwinkel. Muss ich gucken, wie ich da rankomme. Ah, ich verstehe, das ist eine Kettenreaktion. Ich muss mich beeilen. Thank you.
Also das Level war auf jeden Fall gut, muss ich sagen. Bisschen knifflig, aber auf eine gute und angenehme Art und Weise. Auf jeden Fall geil. Das Power-Up an sich ist useless wie sonst was. Ich sehe da überhaupt keinen Mehrwert. Aber war schon lustig. Spaß. Oh, da oben kriegen wir eine Belohnung. Sammelei Feier. Aber ich glaube, hier ist auch noch was, oder? Ja. Das war offensichtlich. Let's go. Sammel alle Eier innerhalb des Zeitlimits. Wenn der Quaster empfohlen wird, dann spielen wir das. Sonst hätte ich es jetzt mit der Sniper gemacht. Aber Zeitlimit? Nee, danke. Muss nur 60 einsammeln. Gibt ja, glaube ich, mehr als genug. Guck mal, wir sind schon bei über 50. Muss ich nur noch einen Weg finden, da hochzukommen. Easy. Ja, mit der Sniper wäre es, glaube ich, auch gegangen, weil dann hättest du dir einen geraden Weg nach vorne schießen können. Aber mit dem Pinsel geht es natürlich auch, da kannst du einfach nur laufen. Okay, dann sind wir wieder bei 6000 Eiern ungefähr. Mir was Verstecktes? Nee. Schlechte Sicht, schlechte Chancen. Finde den Weg im Nebel und erreiche das Ziel. Okay. Schauen wir mal. Ich spiele den Dynaroller. Oh nee, das ist der langsame. Kann ich nochmal wechseln? Den Schirm. Ist das Kampf? Ja, genau. Wieso? Ja,
Achso, ich dachte, das geht. Och. Natürlich musste das passieren. Als wenn es mal einen Part gibt, wo alles glatt läuft. Ob das keinen erwischt hat. Das sind selbst explodierende Dinger. Kein Wunder, dass mich das ebenso überrascht hat. Da ist ja mein Salami dann gestorben. Das safe auch noch was. So. Würde ich sagen, bevor wir uns hier großartig umschauen, machen wir das Level hier. Weil das ja auch quasi das erste ist, was uns in diesem Bereich hier erwartet. Das ist ja hier so ein eigenständiger Bereich. Und dann landet man hier direkt hier. Deswegen Tintenrucks erwischt. Also diese Welt hier ist so ein bisschen mehr linearer gestaltet. Ich würde sagen, wir spielen mit Sprengler. Weil ich mit der Waffe ja eigentlich auch gut kann. Im Multiplayer. Greif von hinten an und erreiche das Ziel. Muss ich denn von hinten angreifen? Das ist gemeint. Na gut, diese Stempelkissen hier, die kannst du nur auf dem Rücken angreifen. Anders sind die nicht verwundbar. Eier brauchen wir nur einfärben, dann sammelt man die automatisch mit ein. Es gibt noch eine bessere Sprungfahrer. Die hier ist eher so meh. Es gibt eine, die hat eine größere Reichweite. Mit der spiele ich immer. Die hat ist nicht gerade weit. Sagen wir es so. Guck
guck mal, damit komme ich ja gerade mal 2 Meter weit. Was Kerben angeht. Junge, was ist denn das? Ich sehe immer, dass sich hier irgendwas hier öffnet auf meinem PC. Ich müsste vielleicht mal irgendein Programm laufen lassen, was irgendwas trackt, was hier die ganze Zeit passiert. Ich meine, das ist immer nur ganz kurz zeitig. Aber trotzdem lästig. Schockwelle. Die mit Kopfhörern machen Schockwellen, okay. Ist bei der Waffe schwierig, weil wenn du zielst und dann Spring drückst, räumt er sich ja nur so zur Seite. Also wenn ich hier so ziele und Spring drücke, rollt er sich ja. Bei den Gegnern ist es schwierig, dann auszuweichen. Okay. Konnte ignorieren. Unten haben wir schon was. Nochmal 100 Eier. Guck mal, das bisschen 300, das ist gerade mal ein Fleck. Na gut, wahrscheinlich kostet es deswegen 300, weil hier eine Rolle versteckt ist. Anders kann ich mir das nicht erklären. Guck mal, das Ding ist größer, das kostet nur 200. Wovon wir 100 wiederkriegen. Hier ist ja auch noch ein Level. Ach, das ist quasi hier. Schobium. Das ist huge. Zeit für ein Level haben wir noch. Elend an jeder Ecke. Ja, das denke ich mir auf Arbeit auch immer. Da ist das Elend an allen Ecken. Nicht von den Kollegen her, sondern von den Kunden her. Weiche gegnerischen Angriffen aus und erreiche das Ziel.
Scheiß drauf. Man muss ja sowieso nicht alle besiegen. Ich lasse den da oben einfach mal in Ruhe. Können wir direkt noch ein Level hinterher schieben, oder? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Octodiskothek. Diese Welt strahlt ja förmlich vor Leveln. Die sind sogar allesamt gut. Die machen bisher, die sind wenig, bisher noch gar nicht so frustrierend. Ich nehme Trommelschwapper. Der Eintritt ist sowieso umsonst, also. Bei den Hälften der Schüssen weiß ich eigentlich gar nicht, was ich hier gerade tue. Die sind einfach in die Luft geworfen, um das Ding zu treffen, aber gut. Offensichtlich sind es trotzdem immer Volltreffer.
Gibt's mal kein Level, wo das nicht passiert? Oder ein Level, wo das nicht passiert, besser gesagt. Ich glaube, ich habe mich gerade versprochen. Beziehungsweise falschen Kontext ausgedrückt. Musste ich mal die Ulti zünden. So. Dann würde ich sagen, an der Stelle mache ich heute Feierabend. Und wir sehen uns beim nächsten Part von Splatoon 3 wieder. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.